der Orangen hier oben muss ich auch denken, was mache ich eigentlich verkehrt? Ich habe eine ganz dicke Filiale und habe so einen Mini-Einflusskreis und da kommt der Rote daher, hat eine kleine Filiale und hat mehr als doppelt so viel, vielleicht doppelt so viel, will jetzt mal nicht das Geodreieck auspacken. Das ist schon deprimierend, oder? Aber so läuft es nun mal. Und erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Fast 360.000 auf dem Konto. Ich glaube, meine Einflusskreise hatte ich schon mal größer. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch eine Mission mit 50% größeren Einflusskreisen. Das wäre ja mal was. Aber ich glaube, ich hatte die schon mal größer. Ich hoffe, ich habe da noch einen Screenshot von. Wobei, anderes Bildformat als heute. Dann wird es etwas schwierig, das zu beurteilen, aber muss ich nochmal nachschauen. Ja, das läuft wirklich sehr gut, aber da steht außer Frage, dass wir das hier schaffen. Missionsziel, Konkurs. Ja, der Grüne ist ja schon seit zwei Folgen weg. Sprengen geht noch nicht, weil wir noch Sie Schutzgeld haben ein neues laufen haben. Missionsangebot erhalten. 60 Gäste wegnehmen dem Konkurrenten, dann Spezialgebürz. Ihre Rezepte 10% besser bewertet. Die schmecken dann besser. Das schaffen wir, glaube ich, nicht, auch wenn wir hier was wegnehmen, aber 60. Das hätten wir mit dem Grün machen können. Kommen hier Kinder hin? Eigentlich ja, ne? Deswegen habe ich ja auch hier. Ich habe ja hier im Vorfeld ein paar Kinder gesichtet. Aktuell kommen überwiegend Yuppies hin. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Das da heißt, wieder 60 Gäste wegnehmen, 20% weniger Gehalt beim Personal. Apropos Personal. Da sitzen wir an. Das Personal wird ja auch nicht so prickelnd bewertet. Dann geben wir gleich mal etwas mehr Geld, das steigert die Leistung. Auch wenn sie noch nicht so gut sind. Wir haben es ja. Wir haben fast 400.000. Sie müssen auf jeden Fall da erhalten. Aus dem roten Bereich bei den Teenagern und bei den Studenten kommen. Ich habe noch nicht für Lieferservice abgestellt, jetzt wo ich das volle Lager sehe. Keine einzige Zielgruppenbewertung unter 50 dafür. Schuften die Leute 20% mehr durch sanften Druck. Moment, die Motivation ihres gesamten Personals hebt sich durch sanften Druck um 20%. Ohne, dass wir Geld investieren müssen. Sie haben ein neues Missionsangebot. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier unten schon schaffen. Ich glaube noch nicht. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ein Promi, dann Hauptlieferant 10% günstiger. Da schieben wir auch nochmal ein Scheinchen hinterher. Damit es hier einfach funktioniert. 103 leider noch nicht. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Oh, maximal 20 Leute ohne Bewirtung aus den Filialen lassen. Und dadurch Spezialgewürzrezepte 10% besser. Na, schafft man nicht. Womöglich hier ganz besonders nicht. Wobei, mittlerweile. Allein hier schon. Wäre ja Quatsch, wenn die Zielgruppenbewertung sich nach der Einrichtung richtet, weil da kann man es niemandem recht machen. Wobei, ich habe noch keine Filiale ausprobiert mit einer Mischmasch-Einrichtung. Hier oben vielleicht edel, hier einfach, rustikal und modern. Das wäre einfach mal ein Versuch wert, um zu gucken, wie das ankommt. Missionsangebot erhalten. Aber die meinen mit der Zielgruppenbewertung das hier. Und das kriegen wir selbst hier nicht hin. Vor allem bei den Kindern. Na, bei den Teenagern und bei den Studenten. Und na, Preuß kriegen wir hin. Innerhalb der Zeit 60 Gäste wegnehmen. Wieder dieses Rezept Spezialgewürz. Moment, hier wird er gleich dicht gemacht. Wir schon mal wieder ansetzen. Na, ah, die ist noch nicht ganz perfekt mit ihren 25 Jahren. Sie haben die Sarah ein neues Snob. Missionsangebot erhalten. Was für ein Snob.
Da geht auch noch was. Mindestens jeder Einwohner muss einmal bei uns Gast gewesen sein. Dafür kostenlos der Meistbietende beim Bürgermeister, bis jemand anderes kommt. Alle raus. Der ist schon praktisch perfekt mit seinen 23 Jahren. Angebot erhalten. Ein Punk, wohin? Ne. Wir ärgern den mal nicht, wir provozieren ihn mal nicht. Den letzten verbliebenen Konkurrenten. Und ich sag's gerade. Was erlauben Sie sich? Dann machen wir ihn platt. Ich meine, was wollen wir jetzt noch warten, bis er wieder zahlt? Er hat wahrscheinlich kein Geld mehr. Aber da sind wir so dreist, dann zeigen wir ihm einfach mal die Konsequenzen auf, damit sich die Nächsten, die sich das erlauben, wirklich mal anschauen können, was passiert, wenn man uns einfach verärgert. Der kriegt auch noch eine Kneipe dahin. War eigentlich mal ein Hotel? 20 Gäste ohne Bewertung, schon richtig, und kostenlose Bombe, nee, am Ende wieder 50% auf 150.000 heißt dann 75, heißt die nächste Bombe kostet 225.000. Jetzt gibt's echt Ärger. Bloß was für ein Ärger. Zwei Wachen? Ich meine, so geht das hier nicht. Wir schicken mal 5 Schläge rein. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Mal gucken, ob er mitschießt. Ah, zu spät. Ich habe die viel zu spät gerade losgeschickt. Aber lassen wir die Schläger mal nicht alleine. Backwettbewerb gewinnen. Landesgeschmack verändert sich zu unseren Gunsten. Bei uns baut er nichts, oder wie? Na, es gibt kaum noch Gebäude, die er nicht schon mal bebaut hat, umgebaut hat. Hier machen wir auch Plus, das ist super. Ich muss hier noch... Zwei kann ich auf jeden Fall abstellen. Wir müssen uns angucken. Entschuldigung. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Hier ist gerade Action im Haus. Ne? Die kommen noch rechtzeitig. Mal gucken, was er macht. Ein Kurier, Holzwurm, Schlägerei kostenlos. Schläger kostenlos zur Filiale. 5 Schläger, 2 Gangster, alle Stufe 3. Wirklich Stufe 3? Jo. Ich muss gleich nochmal die Wachen kontrollieren. Tja, das passiert, wenn man uns verärgert. Der ist fast tot. Das ist der Schutzgeldmann, ne? Der will sich, glaube ich, nicht einmischen, aber die Wachen schaffen das. 2 gegen 2. Ein neues Missionsangebot. Und die Schläger helfen nicht. Das sind die Wachen einfach besser. Und der hier, oh nein. Oh, eine Wache ist aber kaputt. Zum ersten Mal, dass eine Wache stirbt. Ein Gangster ist weg. Der schießt mit. Hier sieht's aus. Hier ist richtig was los. Tja, wir hauen alles kurz und klein, weil wir verärgert wurden. Der Arme. Ich wollte ihn jetzt auch nicht ganz platt machen mit dem ersten Schlag. Ich wollte ihm bloß zeigen, hier. Mach was, Junge. Zahl wieder. Am Ende stirbt der Polizist vor der Wache. Mit seiner kleinen Pistole. Ich werde den Teufel tun und die Polizei unterstützen, damit die noch besser wird. Ei, ei. Weg mit dem Heizkörper. Die Filialwerbung, ja genau, Werbewirkung, kriegen wir eh nicht hin. Nächste Filiale nochmal kostenlos. Wir haben noch eine Filiale kostenlos, die wir da bauen können. Von der Mission mit der Filiale da oben, mit dem Bau dieser. Der Polizist bekommt echt mehr ab. Tja, was sagst du nun? Bei 29.000 standen wir. Hier ist gerade Feierabend, auch 2 Wachen drin. Wir haben ja ein paar Schläger verloren. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten.
ganz schön viel Geld ausgegeben. Ich weiß, aber wir haben es ja. Ich muss bis auf die 150.000 achten. Wegen der Bombe. Jeder Einwohner mindestens mal bei uns. Ein Jahr lang freundlich gesinnter VIP bei uns in den Filialen. Kriegen wir auch so hin. Brauchen wir nicht. So eingebildet sind wir schon. Gut, wir lassen den mal kurz nachdenken, was da gerade passiert ist. Dann legen wir weiter los. 7 Uhr. Blöde Zeit. Hier ist aber voll. Hier kommt doch immer gut Geld rein. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. 9 Uhr, genau. Ein Punk, dafür maximaler Ruf haben wir doch jetzt schon. Nein, ich... Oh. Ich weiß schon, warum ich das immer über die Schaltflächen mache. Der ist mit seinen 20 Jahren auch schon perfekt. Mehr Geld kann man nicht geben. Man kann die Leistung mit mehr Geld, was man auf dem Konto hat, einfach nicht in die Höhe treiben. Hauptquartier alle erledigen. Gangster 50% stärkere Waffen. Gar nicht mal so verkehrt, dann gibt er aber vielleicht auch schon auf. Wir machen es mal. Drittes Quartal. Wir haben ja gerade groß eingekauft. Wir zeigen ihm, was los sein kann. Schießerei 9 der Filiale bei uns. In der Filiale sage ich Hauptquartier. Wachen 2, 3 und 3. Die werden ganz schnell weggehen. Wir schicken alle los. Habe ich noch nicht alle angefordert? Ach stimmt, der eine ist aktiv. Stimmt ja. Ja. Gucken, ob die 9 das schaffen. 9 Ausgebildete. Die Wachen sind im 1 gegen 1 stärker, aber 9 gegen 5 plus 3. Die Schläger zähle ich mal als plus 3. 5.000 kostet das nur. So, damit die auch alle bestenfalls zeitgleich schießen. So, hier. Die Gangster, 50% stärkere Waffen. 0, 40, 120. Die 40 wird sich dann auf eine 60 ändern. Habe ich das Personal schon fertig gemacht? Ich meine, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten ist gut. Na, sind wir rechtzeitig? Sind die langsam genug? Ja. Ah, noch viel Weg vor sich. Gut. Wobei, hier bei Rimini hatte ich ja hier unten noch was, ne? Personal da unten. Na, gucke ich jetzt nicht. Das schaffe ich nicht mehr. Wir werden nichts sehen. Wir werden bloß Schüsse hören. Das ist ein ganz dicker Gangster. 9 Mann stark, der eine. Achtung, wir gucken, wie viele sterben. Ein Schläger schon weg. Ein Gangster ist weg. Der zweite Gangster. Der nächste Schläger. Alle Schläger weg. Eine Wache weg. Nächster Gangster weg. Und die Wache jetzt auch weg. Mal gucken, wie viele bei uns wieder ankommen. Supi. Da steht jetzt eine 60. Also überlegst du hier mit dem Schutzgeld. Viel Zeit hast du nicht mehr, denn bald bist du im Eimer. Wir könnten dir eine Bombe jetzt ins Hauptquartier schicken, solange da noch niemand drin ist. Hm. Kommt gerade irgendwie eine Wache hier, ja? Ich sehe es gerade nicht. Wenn ich Pech habe, aber... Na, ich hätte ihn mit der Bombe sofort losschicken sollen. Der Gedanke kam mir aber erst jetzt, denn wenn ich den jetzt losschicke... Und hier ist gleich... Hier ist zumindest eine Wache drin. Bin ich am Arsch, dann ist nämlich die Bombe einfach weg. Und so dicke habe ich dann doch noch nicht. Obwohl, mit den 300.000 könnte man schon meinen. Habe ich doch. Es sieht so blöd aus mit den Fabriken hier in der Ecke. Vielleicht auch noch am Strand.
Das mit den Steinen sieht schon seltsam aus. Naja. Du wirst immer noch nicht zahlen? 9 Gangster frei, alle haben überlebt, aber haben auch was abbekommen. Hier ist niemand da. Womöglich nicht ohne Grund. Dann fangen wir jetzt hier oben nochmal an. 2 Wachen. Wir haben 15 Kuriere. Dann habe ich einen Plan. Womöglich wird die Filiale dicht gemacht. Die haben Schusskraft 40, halten aber mehr aus als unsere Gangster. Das ist das Problem. Dann schicke ich mal sicherheitshalber. Ich schicke alle rein. Kostet zwar dann auch 45.000, aber können wir uns wie gesagt leisten. Und dann 15 Kakerlaken, die werden sich vermehren. Wir haben nur noch 106.000, aber das wird ein Fest werden. Armer Kerl. Hat er sich aber verdient. Eieiei. Die Polizei kommt. Ich glaube, die Filiale wird gleich dicht gemacht. Angeschlagen, jetzt sehen wir auch mal die Lebensenergie, aber die werden nicht lange überleben, die beiden. Dann haben wir wieder gleich 2 Engelein im Himmel. So, Lebensenergie, der ist schon weg. Hui. Tschüss. Oh, und Filiale wird zugemacht. Mist, viel Geld verloren. 13.000 mal 15 will ich mir gar nicht ausrechnen. Hier ist ja schon wieder gut was los, so geht's nicht. Einer hätte auch schon gereicht, aber hey. Wir können's halt. Boah, wie der angeschossen kommt. Muss mal aufpassen, dass der nicht noch jemanden umbringt mit seiner Geschwindigkeit. Der Superblitz. Na, da ging noch ein Fitzelchen. Wenn die Polizeisirene ertönt, dann müssen wir umschalten. Dann geht die Action nämlich los. Ah, ich habe hier auch die anderen der anderen Schicht vergessen, ne? Die ich ja nicht immer geschafft habe wegen des Hauptquartiers unten. Brauchen die wirklich so lange oder schläft die Polizei noch? Sind schon drin. Ist die Polizei noch aktiv? Sie steht auf jeden Fall noch nicht zerbombt. Wenn er die Filiale dicht macht, hat er aufgegeben. Ja klar, die beiden werden es nicht überleben. Elfmal schon da. Jetzt kommt die Polizei erst. Die haben die Donuts gegessen oder was? Wir sind hier aber in Rio und noch nicht in New York. Naja. Armer Schläger. Muskelkraft voll. 30. Oh, verhaftet. Nach Hause geschickt. Die sind ja gnädig. Nett. Bringt den bloß auch nichts mehr. Die hätte ich ja vorhin vergessen. Die kommen zwar gleich wieder, aber hey. Die sind überwiegend bloß die Laufburschen und der eine Koch. Ein Konkurrent hat aufgegeben. Und damit haben wir die Stadt gleich geschafft. Genau. Aber das sehen wir uns gleich mal an. Nächste Stunde. Los. Oder macht er nochmal auf? Mal sehen, die Polizei ist noch drin, der will gerade aufgeben. Kommt jetzt vielleicht noch ein Konkurrent in die Stadt? Nee, natürlich nicht, ist ja Quatsch. Hauptquartier auch schon dicht gemacht. Die Stadt gehört gleich uns. Und dann geht's als nächstes nach New York. Kampagnenziele erreicht.
Fein, 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 aber das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.